Die Firma Bell hatten wir schon letztes Jahr auf der Internorga ausgestellt und dieses Jahr hat der Stand ein kleines Redesign bekommen, das ich euch heute vorstellen will. Mein Name ist Martin Travny, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma Prismaplan Messen und Events in Herne. Die Firma Bell stellt auf der Internorga in Hamburg wieder mit 182 Quadratmeter aus, hat einen Inselstand, auf dem die fünf Marken Bresk, Hilkona, Green Mountain, Hügli und Vogeleye präsentiert werden. Jede Marke sollte für sich eigenständig erkennbar, aber eben auch als Gemeinschaft unter der Firmengruppe Bell erkennbar sein. Wie uns das gelungen ist, will ich euch heute zeigen. Das Redesign wurde dem Kunden dadurch näher gebracht, dass wir über einen Computer Edit Design entstellten Film dem Kunden ein Walkthrough oder Flyover geliefert haben, mit dem er den Stand von allen Seiten betrachten konnte. So konnte jede Marke im Vorfeld für sich entscheiden, ob ihre Präsenz gut ist oder ob Veränderungen vorgenommen werden müssen. Schauen wir uns noch einmal den Film an, damit ihr seht, welches Stadium zum frühen Entwurf da war und wie der Stand nachher geworden ist. Ja, hier bekommt man doch wirklich einen guten Überblick darüber, wie der Stand in Zukunft aussehen soll. Dominiert wird die Sache von der Markthalle, die wir im Thema so hatten, dass diese aus roten Ziegeln besteht, dominiert davor aber eben ein zentraler Kommunikationsbereich, um den die fünf Marken ihre Verkostigungstheken haben. Im hinteren Standbereich eine lange Show-Cooking-Küche, in denen die verschiedenen Produkte der Marken präsentiert und zur Verköstigung vorbereitet werden. Eine ganz leckere, schmackhafte Sache. Im oberen Teil des Standes wurde dann der Raum geschaffen, um weiterführende, ruhigere Gespräche zu führen, weil die Messe erfahrungsgemäß immer sehr gut besucht ist. So, schauen wir uns doch mal an, wie der Stand in der Realität aussah und gehen mal hin.
Jetzt sind wir am Stand angekommen und sehen noch hervorragend, wie oben das Bell-Logo die ganze Sache rahmt, hinten die Markthalle mit den roten Ziegeln ins Auge sticht und davor die verschiedenen Marken durch die abgehängten Cubes sichtbar sind. Im unteren Bereich finden wir Theken, die sehr gut besucht sind, die angenommen wurden und wo jede Marke die eigenen Produkte vorbereitet bzw. zur Verkostigung vorliegt. Im mittleren Bereich ist ein großer Raum, der den Besucher dazu animiert, auch zu verweilen. Das heißt also, an diesen Verkostigungstheken kann man natürlich im Vorbeigehen etwas probieren, aber noch schöner ist es, wenn man intensiv im Standesinneren eine Verkostigung vornimmt und dabei ganz detaillierte Produktinformationen auch erhält. Und das geschah eben an diesen langen gemeinsamen Tischen, wo man nicht das Gefühl hatte, man ist irgendwo separiert, sondern man hat gemeinschaftlich diese Produkte verköstigt. Ein sehr schöner kommunikativer Gedanke, der voll aufging. Lasst uns doch den Stand noch mal etwas genauer im Detail anschauen. Ja, werden hier nicht leckere Sachen zubereitet und man sieht ja auch, wie diese Sachen wirklich schön dekoriert, schmackhaft zubereitet, vor den Augen der Besucher präsentiert werden, wirklich gelungen. Und der Besucher honoriert dadurch, dass der Stand wahnsinnig gut besucht ist. Ein Konzept, was wirklich aufgeht, was aber auch natürlich daran liegt, dass die Produkte wirklich gut sind. Die ganze offene, transparente Form war auch daran ausgelegt, dass der Besucher keine Hemmschwelle hat, den Stand zu besuchen, die Verköstigung anzunehmen und in den Stand mit den Beratern ins Gespräch zu kommen. Und von der Warte aus hat die Bell Food Group hier wirklich eine Kommunikationsebene, auf der es leicht ist, mit dem Besucher über die Produkte zu sprechen und zu informieren. Schauen wir uns doch mal den oberen Bereich an, der dazu angetan war, vielleicht sogar Geschäftsabschlüsse zu realisieren und in dem man auch ein bisschen mehr Ruhe hatte, um vielleicht mal Unterlagen zu sichten bzw. zu besprechen. Gehen wir mal in den oberen Bereich. Hier im Obergeschoss ist es sehr schön, das Ziegelthema setzt sich weiter fort, die weiße Schrift mit der Bell Food Group, die verschiedenen Marken sind zu sehen und man hat das Gefühl, man wäre in einem kleinen Restaurant, was auf der Messe auf einmal Ruhe und Geborgenheit gibt. Man hatte das Gefühl, man saß wie im Restaurant in kleinen Sitzgruppen und konnte hier ein mehrgängiges Menü genießen. Diese Verköstigung führte eben auch dazu, dass der Gast diese Speisen richtig gut wahrnehmen konnte und in einem ruhigeren Gespräch vielleicht sogar Orderscheine unterschreiben konnte. So, gehen wir mal von dieser Wohlfühlatmosphäre wieder in den Trubel und sehen uns unten gleich wieder.
Ja, im Inneren hat man an der großen Bewirtungstheke gesehen, was hier zu tun ist. Die Masse an Besuchern, die den Stand aufgesucht hat, wollte bewältigt werden. Und so hatten die Köche sowohl an der Bewirtungstheke als auch an den Showinseln genügend zu tun. Auch die Arbeit im Backoffice, das heißt in der großen Küche bzw. in der Vorbereitung, war enorm. Jetzt ist unsere Zeit aber leider schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Firma Bell Food Group für die nette und fast freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken und hoffe auf viele weitere Auftritte auf der Internorga. Euch möchte ich bitten, so viel wie möglich aus diesem Video für euch herauszuziehen und vielleicht bei eurem nächsten Messestand zu integrieren. Und unsere anderen Reviews auf diesem Kanal können euch weitere Informationen bzw. Anregungen liefern. Ansonsten seid doch beim nächsten Review wieder dabei. Bis dahin, Glück auf, Martin Travnik.